Runde Nummer 3 auf dem Damavand-Gipfel bzw. auf Damavand Peak. Und zwar wieder im Conquest-Modus. Die Karte ist im Rush-Modus ganz besonders, weil irgendwann die Angreifer sich 500 Meter in die Tiefe stürzen müssen. Aber wir spielen das im Conquest-Modus, was auch eine schöne Karte ist, weil sie quasi gespiegelt ist. Zwei größere Gebiete werden von einem schönen Tunnel geteilt. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt über die Map selber noch nicht, weil ich keine Ahnung habe und ich das selber nur vom Hörensagen kenne. Aber wir holen uns selbstverständlich erstmal die Fabrikanlage und müssen uns dann quasi weiter in. Oh mein Gott, wir stehen uns hier alle gegenseitig im Weg und werden weggeschoben vom Panzer. Will der mich verarschen? Lass mich vor, du Dreckspanzer. Ja, selbstverständlich auch noch B. So. Schieben den anderen an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Fahrzeugphysik ist noch nicht optimal. Und ich bin nicht der beste Fahrzeugführer. So, nächstes Ziel ist C. Nee. Und da sind wir natürlich auch. Sofort. Und wir sind nicht allein. Wir wurden direkt. Ich als Fahrer wurde direkt von einem Panzer getötet, während mein Fahrzeug da noch steht. Das war ein sehr zielsicherer Schuss. Okay, das Gegnerteam war flott. Ja, man sieht jetzt hier nochmal schön die Übersichtskarte. Das Gegnerteam hat halt hier 2 Punkte. Wir haben hier 2 Punkte auf einem recht offenen Feld. Und in der Mitte sind halt 2 Punkte direkt in einem Tunnel. Und da spielt sich dann, glaube ich, der geilste Scheiß ab. Ich hoffe das zumindest, weil das werden wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Ich hörte ja, dass man mit dieser schönen Klasse seine. Ach so, genau so ging's. Ja, jetzt zieh ich besser. Ah ja. Wir spielen ja jetzt nicht den. Doch, wir spielen den Supporter, glaube ich. Genau. Und hier geht's ja schon wieder richtig übel ab. Scheiß die Panzer. Da. Wow! Hallo, Granate. Okay, hier ist überhaupt keine Deckung. Ja, das war wenig erfolgsversprechend. Die meisten Gegner sind tatsächlich an diesem Punkt. Da einfach mal reinzurennen und um sich zu ballern, bringt einen Kill und danach den sofortigen Exodus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Klasse gefällt mir nicht besonders gut. Deswegen gehen wir nochmal auf den hier, weil der kann ein bisschen Bum-Bum machen und Bum-Bum ist auch immer eine feine Sache. Spawnen wir also hier bei unserem Teammate, der hier einfach mal so rumchillt, was mir schon überhaupt nicht gefällt. Alter, wie es hier im Tunnel abgeht. Der Tunnel ist so awesome. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, von wo habe ich denn jetzt schon wieder Damage gekriegt? Ich muss nachladen. Ganz schlecht. Oh Gott, 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 oh Gott. Der Panzer weiß exakt, wo ich bin. Und ich bin tot. Was sind meine Teammates auch wieder für Noobs, ey? Alles meine Teammates schuld. Oh Gott, ich habe Transfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt wegen Stannis oder Hardy oder so hier hätte, mit denen ich mich absprechen könnte. Was zum Teufel sind wir denn hier? Da sehe ich doch einen. Wo sind wir hin? Ja, den hole ich hiermit wohl kaum. Was fängt das jetzt hier an zu laggen? Komm, guck mich genau an. Ja, das war Wunschdenken. Oh. Ich merke gerade, dass A übernommen wurde und das müssen wir uns sofort zurückholen.
Da habe ich ihn gesehen. Leute, wo... Boah. Wo war der denn jetzt schon wieder? Mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Humvee, der da einfach mal so rumgechillt hat. Okay, also wir sind gerade richtig übel am Verlieren. Komm, wo ist denn mein Team? Mein Team ist da, ja genau. Wir holen uns jetzt mal unseren Punkt hier wieder. Ne, Quatsch, wir sind jetzt quasi bei den Gegnern, sehe ich gerade. Egal, holen wir uns halt die Punkte. Macht mir gar nichts. Da hinten geht's gut ab. Und mit gut ab meine ich verdammt gut. So, hier, ah, war ich doch auch gerade. Da war doch dieser Humvee. Frechdachs. Was ist denn hier passiert? Dann nehmen wir uns doch gleich einen von mit. Ah, hier hat jemand seinen Helikopter geparkt. Warum auch nicht? Die Punkte nehmen wir uns noch mit. Komm, möchte jemand mit? Komm schon, komm schon. Jawohl. Die anderen fahren wir einfach mal über den Haufen. Hey, wir gehen jetzt wieder frontal ins Gemetzel. Ach scheiße, das bringt echt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts, das sollte man einfach lassen. Aber ich kann es nicht lassen. Manchmal bin ich da wie Hardy, der auch schon mal gerne mitspielt und hoffentlich demnächst auch hier beim Multiplayer-Modus dabei ist. Der einen Fehler macht und daraus dann einfach nicht lernt. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin irgendwo gespawnt, wo ich dann sehr schnell wieder... Ach, wir liegen da einfach rum und töten einfach alle Leute. Macht mir überhaupt nichts. Komm, okay. Wir haben jetzt gerade wieder einige Punkte. Wo möchte ich denn hier spawnen? Ich möchte da spawnen. Was ist denn das? Okay, das ist neutralisiert worden. Dann möchte ich gerne da spawnen und zurückgehen. Zu dem Punkt, der gerade neutralisiert wurde. Wo ist denn der? Da. Das ist A. Weil das kann ja wohl nicht klar gehen. Dass hier einfach Objekte neutralisiert werden. Und ich eiskalt daneben schieße. Ach, ich sitze da in so einer Kiste. Regt mich das gerade auf. Man merkt, glaube ich, an meiner Spielweise, dass ich eindeutig ein COD-Spieler eigentlich bin. Der sich die meiste Zeit halt einfach rennt und gewohnt ist, seine Kills durch durch reine Reflexion zu machen, dann ist natürlich hinter mir wieder jemand. Es scheint auch irgendwie die wenigsten zu interessieren, wenn unsere Punkte übernommen werden. Dann spawn ich da und dann sterbe ich da. Und mein Team ist irgendwie im Tunnel und... Ne, mein Team ist auch da hinten. Wie kann ich die denn da unterstützen? Da ist, das sind doch auch Squad-Leute von mir, oder? Ja. Ne, das stimmt überhaupt nicht. Boah, wo ist mein Squad denn? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Das bringt uns doch überhaupt gar keine Punkte, wenn wir einfach unter so einem fucking Auto campen und Leute abschießen. Während im Hintergrund A den Gegner gehört. Ach, das macht mich hier ganz, ganz wuschig macht mich das. Wuschig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ihr wisst, was ich meine. Das macht mich verrückt. A wird aber gerade übernommen. Ich hoffe, das ist... in trockenen Tüchern, dann können wir uns ja doch eher den... Da sterben meine Leute. Wieso sterben da meine Leute? Na, das hättest du wohl gerne, du kleine Uwe. Und du auch. Aber sonst ist hier, glaube ich, tote Hose. Okay, also weiter im Text. Ich springe dann auch schon mal von Punkt zu Punkt. So, wie ist die Lage? Meine Brüder. A und B gehört uns. C, D und E. Nichts.
Das ist ja zum Mäusemelken. Also kämpfen wir uns jetzt mal ganz. Hier geht's ja echt ab wie Schmitzkatze. Da ist ein Panzer, den wir auch getroffen haben. Ja, da stehst du gut. Ja, aber hier bin ich ganz schlecht. Ich habe noch einen Prozentpunkt Lebensenergie und stehe direkt neben einem Panzer, dem es... Ja, das war jetzt vorhersehbar. Ich wurde von jemandem getötet, der 2 Jahre nach mir das Licht der Welt erblickt hat. Seinem Namen zu urteilen zumindest. Tomasi 91. Das tut dann gleich doppelt weh. Vielleicht in meinem fortgeschrittenen Alter lassen dann auch die Reflexe nach. Wobei an den Reflexen liegt es ja weniger, sondern einfach nur an dem taktischen Verständnis, das ich mir für Battlefield 3 erst nochmal anlernen muss. Wieso werde ich denn jetzt hier beschossen? Nein, das sind einfach Schüsse, Querschüsse, die aus dem Tunnel rauskommen. Und, oh Gott, wir sind so krass am Verlieren, sehe ich gerade. Wir haben 27 Punkte, der Gegner hat 128 Punkte. Und all unsere Teammitglieder sind im Tunnel drin und trotzdem können wir C nicht einnehmen. Brillant! Wie sie alle stehen. Wir haben Angst, wir trauen uns nicht zu C, weil wir wieder getötet werden. Papa Piet macht das jetzt mal. Hallo Freunde, wie geht's euch so? Okay, vielleicht trauen sie sich deswegen nicht in C rein. Also dann direkt sterben. Aber ganz ehrlich, was bringt es auch davor, rum zu warten und... Von wo wurde ich denn bitte getötet? Aus einem Haus raus? Das ist ja interessant. Also wir verlieren jetzt, das ist keine Frage. Dein Team hat verloren. Und ich war auch noch richtig scheiße, sehe ich gerade. Aber da macht man nichts. Das war Damavan Peak. Damavan Peak oder der deutsche Name, den ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Aber das hat auch wenig Erfahrungspunkte gegeben. Wir sehen uns in der nächsten Karte. Auf der nächsten Karte. Im nächsten Spiel. Ihr wisst, was ich meine.